Hallöchen, ihr Lieben, zu unserer zweiten Angezockt-Folge von Anodyne oder Anodyne, ich weiß es leider nicht. Genau, hier, wenn man wieder das Spiel startet, steht übrigens, wie oft man gestorben ist. Nur so zur Info mal. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir uns als nächstes hinbegeben. Welcher Ort ist das hier eigentlich? Ach so, hier. Tja, ich weiß immer noch nicht, was mit der Katze ist, ne? Aber wir begeben uns mal ein bisschen Richtung Süden. Das probieren wir einfach mal aus. Oh, hier ist Frosch. Oh, ach ja, den hatten wir ja sogar schon mal gesehen. Böser Frosch, böser Frosch, böser Frosch. Ui. Schade, ich mag Frösche eigentlich. Frösche sind eigentlich ganz nett. So, wir benutzen das mal als Gefährt. No, 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 no. Damit ist man ein bisschen schneller unterwegs. Oh, okay, hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht später, wenn wir Steine sprengen können oder so. Alles klar. Was haben wir da? Ui. Stimmt, darf ich nicht vergessen. So. Ja, dann schauen wir... Sekunde, ich nehme den Staub lieber mit. Die Idee mit dem Staub ist echt süß. So. Na, ah, mein Staub ist weg. Nein. Oh, okay. Jetzt haben wir keinen Staub mehr. Hoffentlich kommen wir zurück. Oh, Hilfe. Bestimmt, wenn nicht, gibt es hier bestimmt ein Portal oder so. Hä? Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ich will gegen Is kämpfen. Is kämpfen. Ach ja, kann man nicht lesen, genau. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Wir trauen uns einfach mal. Wie deprimierend. Ah, hier können wir auch den Schlüssel benutzen. Kann man ja überall benutzen, das ist ein Universalschlüssel. Ah, super. Hier ist ein Rückweg. So, dann haben wir ein weiteres Portal geöffnet. Oh, ach so, hier geht's noch nicht weiter. Ach so, okay. Hm. Kein Problem, dann gehen wir jetzt mal... Was war das denn? Ah, der Strand, genau, genau. Hier können wir uns umschauen. Das gefällt mir ziemlich gut, dass es gerade sehr komplex ist, scheinbar. Man kann viele... Oh! Was ist denn das? Okay, das ist ziemlich bizarr. Was haben wir denn hier? Süden? Hm? Norden? Hm? Okay. da kommen wir auch gar nicht lang momentan. Hahn, halt! Ich wollte da doch wieder rein. Wie gruselig. Okay, das kann man mal wieder nicht lesen. Oh, was ist das? Okay, das Spiel scheint wirklich auch so ein bisschen... einen gewissen kleinen Gruselfaktor mit drin zu haben, weil das eben fand ich jetzt nicht gerade schön. Aber anscheinend tun die uns nichts. Und wir müssen die auch nicht erledigen, um irgendwas zu öffnen oder so. Okay. Was ist das? Weg von mir. Ernsthaft. Lass mich jetzt alleine. Oh, verdammt. Sorry. Ist er wieder da? Nee, er ist weg. Okay, na toll. Das haben wir natürlich gut gemacht. Wir haben den Arm getötet. Okay. Ah, da kommt man wahrscheinlich wieder zum Anfang. Naja, nicht ganz, aber ungefähr. So. Was haben wir denn hier noch? Hey! Oh, oh. Ich wusste nicht, dass er sofort explodiert. Das war dann doch ein wenig überraschend. So. So. Das da nach oben müsste der gleiche Weg sein, den wir schon gegangen sind. Dann geht es jetzt hier unten weiter. So. Blub. Ist in einer Pixelflut gestorben, leider. Oh mein Gott, das ist hier so weitläufig. Ich weiß gar nicht, wo wir als erstes lang sollen. Ach, hier geht es gar nicht lang. Okay. Damit hätte sich diese Frage auch erübrigt. Hui. So. Oh mein Gott, was ist denn das? Hier ist wieder ein Weg. Aber was ist das? Huch, halt. Ich gehe hier erstmal einmal lang. Vielleicht kann man da speichern. Oh Mann, oh, was ist denn hier alles? Wow. Ich trau mich nicht. Sie scheinen eine friedliche Spezies zu sein. Ja, anscheinend schon. Zumindest tun sie mir scheinbar nichts. Hm. Ich hätte gern Speicherpunkt.
Oder so ein Portal, damit das aktiviert ist, damit wir hierher zurückkommen können. Das wäre total super. Oh, hier ist auf jeden Fall nochmal ein Tor, was wir öffnen können. Oh, meine Güte. Okay, aber das ist ja auf jeden Fall auf der Map auch mal... Nein, mit dir rede ich gar nicht erst. Ich will dich gar nicht kennenlernen. Ich wollte nur nett sein. Aber nein. Oh, verdammt. Okay. Die töten wir auf jeden Fall, wenn uns irgendwie Leben fehlt, dann lohnt sich das ja, weil wir die... weil wir an denen vielleicht aufladen können. Das unebene Terrain wurde geformt von den Vorfahren der Einwohner dieses Ortes. Das ist eine wichtige Info. So. Meine Güte. Nein, 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 nein. Aha, hier ist nochmal ein Weg, den wir öffnen können. Oh, hallo. Die Luftfeuchtigkeit hier ist gut für deine Haut, aber schlecht fürs Haar. Ich stehe gerne hier rum. Dieser Tage... verbringen die Menschen den Sommer damit hin und her zwischen totaler Hitze und der totalen Kälte von der Klimaanlage zu wechseln. Diese schnellen Temperaturwechsel schwächen deine Knochen. Es ist wie diese schlimme Gewohnheit, Eiswürfel zu kauen. Meine Mutter... Sie hat die bis in ihre späten 20er gekaut? Achso, und jetzt hat sie natürlich überall Löcher. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber danke für die Infos, komischer Mann. Ah, hier ist ein Portal. Super. Yeah, dann haben wir noch ein Portal geöffnet. Außerdem können wir dann mal kurz speichern. Finde ich ja krass hier. Im Grunde wird uns das ziemlich überlassen, wie wir vorgehen wollen. Das finde ich ziemlich gut. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich gut, muss ich schon sagen. Es ist sehr offen. Und, naja, hat halt sowas, ja. Ja, vielleicht soll es ja so seltsam sein, sodass man es nicht durchschaut, wie so die Geschichte so nicht existiert, wenn ihr wisst, was ich meine. Oh. Nein. Ah, wie kommen wir da hin? Hä? Da müssten wir doch eigentlich... Wie kommen wir da hin? Herr Flix? Waren wir hier noch nicht? Hier waren wir aber doch schon, oder? Oder nicht? Ach nee, waren wir nicht. Zeichen zeigen, dass die Bäume lange nicht aktiv waren? Hä? Verstehe ich nicht. Yay! Plupp. So, wieder ein Weg frei. Okay. Wo können wir noch lang? Ich gucke fast mehr auf die Map als aufs Spielfeld, muss ich zugeben. Das Spielfeld, wie sich das anhört. So, dann gucken wir doch nochmal hier drüben. Halt! Ach so, halt! Hä? Waren wir da oben noch nicht? Ach, das ging ja nicht! Ach, habe ich vergessen. Das hatten wir ja schon mal, das Problem. So. Ui! Okay. Ach, da kommen wir nicht lang. Okay, dann gehen wir jetzt da einfach rein. Jetzt schießt er gerade, jetzt schießen sie quer. Jetzt schießen sie gerade. Wow, jetzt schießen sie quer. Gerade. Quer! Speichern. Super. Oh mein Gott. Das ist nicht deren Ernst. Sekunde mal, das raffel ich auch gerade gar nicht. Wo soll ich mich denn in Sicherheit bringen? Wie soll ich denn überhaupt rüber? Ach, oder sind das... Nee. Hä? Das raffel ich nicht. Da falle ich ja rein. Oder geht das erst, wenn ich springen kann oder so? Ja. Auf jeden Fall continue, aber... Wie geht das? Wie geht das nur? Wow. Greif mich doch an.
Tu's doch, wenn du dich traust. Jetzt, schieß doch! Nein! Oh mein Gott! Wow! Oh! Ui! Oh mein Gott! Oh! Oh! Schnell! Oh, Gott sei Dank! Ey, wenn hier jetzt nichts Tolles ist, dann weiß ich auch nicht. Dann werde ich aber sauer. Was ist das hier? Ein paar Worte auf der Verlängerung des Besens sagen. Widen Upgrade im Menü. Harmful Dust to the left and right. Okay, Sekunde, ich mach das einfach mal. Aha. Und jetzt? Oh. Wir haben eine Verbesserung erhalten. Jetzt müssen wir nur den Rückweg überleben. Kein Problem. Komm schon, komm. Nein, was mache ich denn da? Hui, geh hoch. Oh, bitte überleb. Bitte überleb. Oh, scheiße. Nicht. Bitte überleb. Oh, bitte. Oh, nein. Verflixt. Och, nö, das war doch so schwer. Au, es ist da. Oh, das ist nett. Das finde ich richtig in Ordnung, muss ich jetzt mal sagen, ja? Also, das können Sie ruhig mal machen. So, jetzt einfach hier schnell durch. Das ist ja super. Dann haben wir hier also eine Verbesserung gekauft, sozusagen. Die hier scheinen ja wirklich ganz lieb zu sein. Die können niemandem was zuleide tun. Hier waren wir noch gar nicht, da können wir ja nochmal schauen. Aber haben wir das schon equipped? Ja, ne? So spektakulär ist das ja nun nicht. Aber vielleicht hilft das... hi! Nee, er sagt immer noch das Gleiche. Okay. Ja, bla. Wir könnten hier rechts noch gucken. Da unten ist noch ein Weg. Aber hier ist nichts. Okay. Hm, ich frage mich, ob wir dann an diesem Ort fertig sind. Da ist noch ein blauer Punkt. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen, oder? Tut mir leid. Der komische Mann ist hier. Ach, das Portal. Und was war hier unten? Ach, hier waren wir noch nicht lang gegangen. Was? Noch so eins? Oh, ich fand das ziemlich schwer. Oh, aha. Hä? Aha. Schnell rüber. Okay. Was haben wir denn hier? Was steht denn da? Wir sind geboren in den Zerfall des Körpers unserer Mutter. Aha. Dummerchen. Oh. Ha. Ich gehe erstmal hier lang. Jetzt, wo es gerade mal offen ist. Hui. Ah. Oh, das erfordert echt höchste Konzentration von mir. Ich bin in sowas nicht so gut. Okay. Nein. Halt. So. Was ist das? Hä? Oh, hui. Oh, okay. Hui. Stirb doch! Ah, zum Glück kriegt man von dem so viel Leben. Ah. Ich muss mir angewöhnen, erst zurückzugehen, weil es bringt sowieso nichts, wenn man die gleich wieder, beschießt, weil, denen das gerade mal total egal ist. Also, wenn man die gleich danach wieder schlägt. So. Oh, nee. Ach ja, deswegen war ich ja da lang gegangen. So. So, schnell. Super. Oh, ich honk. Nein! Oh, Doppelhonk. So. Nee, ich will, dass du hier hochkommst. Komm hier hoch. Nein! Geh da hin! Komm. Ha! Was ist das? Ach so, so ein Strahl. Ja, das kriegen wir schon hin. Warten wir einfach kurz. Hier sind wir übrigens lang... Wir sind übrigens langsamer auf diesen Spinnenweben, wollte ich sagen.
Oh, der nervt so. Ich glaube, der zieht uns gar nichts ab, ne? Ich dachte immer, der zieht uns was ab, aber scheinbar nicht. Der nervt einfach nur tierisch. Okay. Ach, Herr Flix, wir haben nicht mehr so... Oh, oh. Oh. Ich gehe erstmal hier rüber. Ach, verflixt, nee. Bitte, ich brauche eine Heilung. Ja. Oh, wow. Das war echt knapp. Fast hätte ich unsere Heilung gleich wieder zunichte gemacht. Dup, dup, lop. Oh Mann, wieso kommt dann keine Heilung? Wenn man sie braucht. So, was haben wir denn hier? Noch ein Kistchen. Okay, jetzt haben wir die beiden Schlüssel, um zu der Kiste in der Mitte zu kommen. Jetzt müssen wir nur lebendig zurückkommen. Okay, wir haben die beiden Schlüssel, das ist nett. Ich mag dieses Spiel. Und wie es das handhabt mit den... Wow, mit den Schlüsseln. Okay. Ja. Okay. Jetzt wollen wir einfach nur dahin. Ah, super. Wir haben quasi schon alles geschafft, was man hier so schaffen kann. So. Und das alles haben wir für eine Karte getan. Tja, ich weiß auch nicht. Ist das gut? Ist das schlecht? Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Was bringt uns das alles? Klar, wir wollen das Böse aufhalten, aber wieso überhaupt? Wer sind wir? Ich hätte gerne eine Hintergrundgeschichte für unseren Helden. Das wäre schön. So, was haben wir denn hier? Eines Tages verließ unsere Mutter ihre Mutter und machte sich auf in den giftigen Nebel. Genau, so sieht's aus. Alles ganz normal. Ach, du schon wieder. Ich hasse dich. Stirb! Nein! Ach. Ha! Kann das doch schon viel besser. Ah, scheiße. Ja, ich weiß. Stirb. Stirb. Nein, stirb. Du nervst. Du nervst voll. Oh, komm her. Komm her. Hierher. Na komm. Na komm. Nicht jetzt. Nein. Komm her. Ah, super. Oh nein, ich brauchte ihn. Nein, ich brauchte ihn. Liebes kleines Ding, komm wieder her. Okay, Sekunde. Jetzt, komm, 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 komm. Komm, komm her. Ja, sehr gut. Nein, stopp. Hui, nein, hui. Ha, so. Da ist ein Schlüssel drin, das war klar. Es wird hier wahrscheinlich immer ähnlich ablaufen mit den Schlüsseln. Lass mich in Ruhe! Nein, verdammt! Lass mich in Ruhe! So, sehr gut. Dann hätten wir einen Schlüssel. Dann müssen wir hier wahrscheinlich den zweiten holen. Ah, unser Reisestaub. So. Können wir den Reisestaub von hier mitnehmen? Nee, scheinbar nicht. Müssen wir ja warten, bis der kommt, oder? Ach so, nee, der ist schnell hier. Das ist eine Strömung. Komm, 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 komm. Geh, 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 geh. Oh. Ui. Okay, schaffen wir das? Nein, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Jetzt. Okay, da ist der zweite Schlüssel. Super. Wird wahrscheinlich wieder eine Karte dafür geben, oder? Okay, Sekunde. Hä? Wie kommen wir denn zurück? Da benutzen wir einfach mal die Option, die uns ja auch vorgeschlagen wurde, zurückzukehren zum Eingang. Das ist doch das Einfachste eigentlich. Vielleicht soll man das in manch solchen Momenten ja auch tun. So. Hui. Uah. So. Hä? Das ist ja der falsche Eingang. Das ist ja doof. Ich wollte doch nicht in diesen Eingang zurück. Wieso macht's das? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja,
Wir waren doch schon hier gewesen, ne? So, nochmal speichern. So, hier können wir das natürlich einsetzen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, wie das eben geschehen war. Oh, jetzt wird also noch eins gerufen? Meine Güte. Wir müssen ja auch noch nach links rüber. Oh, ist gar nichts passiert. Also nicht sofort jedenfalls. Oh, lass mich in Ruhe. Die doofen Fledermäuse. So, speichern wir direkt nochmal. So. Dann können wir jetzt auf jeden Fall... Vielleicht ist unten jetzt auch noch. Ach nee, da war ja sowieso. Aber oben war noch nicht. Kann das sein? So. Und weiter geht's. Meine Güte. Wir fragten nie danach. Wir hätten unsere Leben nicht gekauft oder genommen mit ihrem Leiden. Ach, wir sind Teil eines größeren Dungeons. Kann das sein? Weil die Map ja teilweise schon... So, komm her. Sehr schön. Hui. Das ist ja fies, die sieht man gar nicht richtig. So. Okay. Und weiter. Hä? Dann können wir ja eigentlich nur hier lang reisen. Hui, halt. So, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel! So. Dann müssen wir zurück. Ui. Vorsicht. Immer konzentriert bleiben. Ich bin ja jemand, der schnell die Konzentration dann verliert bei solchen Sachen, wo man irgendwas nochmal machen muss. Bin ich dann ganz schnell dabei, dass ich... Oh, nee, schnell. Oh. Ah, okay, da ist noch so eins. Meine Güte. Halt! Nein, nicht jetzt! Halt! Scheiße! Ah, das Ding macht mir Angst! Komm hoch! Komm hier hoch! Nein! Gib mir das! Nein! Ich will damit reisen! Ach, nee, ich muss nochmal raus. Ich glaube, das wird so nichts. Okay, Sekunde. So. Jetzt! Komm rüber, komm rüber, komm, komm, komm! Scheiße! Nein! 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 Komm hier rüber, komm! Ja, warte, jetzt nicht. Jetzt! Jetzt, 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 komm rüber! Oh, meine Güte! Nein! Halt! Mein Staubwedel! 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 Staubding! Oh, nein! Voll der Bug! Ich bin im Nichts! Ich bin im Nichts! Ich bin im Nichts! Oh, geschafft! So. So. Wir müssen noch kurz warten. So. Komm her. Ah, nein, warte. Komm mir nicht hinterher, komm mir nicht hinterher, komm mir nicht hinterher. Komm her, komm her. Ja. Super. So. Easy, langsam. Super. Da hätten wir den zweiten Schlüssel. Ich werde nicht mich an den Anfang des Dungeons teleportieren, weil ich sonst befürchte, dass wir den von neuem anfangen müssen. Ui, das war aber knapp. Schnell, 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 schnell. Super. So, dann können wir hier oben den Schlüssel benutzen und das befreien. Aha. Ich weiß nicht, welches erschienen ist, aber es ist eins erschienen. Dann schauen wir doch mal nach. Und vor allem, was bringt das? Was bringt das hier alles? Ich bin echt gespannt. So, wir haben Mitte, links, rechts, unten. Dann muss es ja jetzt dieser hier sein. Das muss jetzt der letzte sein. Es gibt ja sonst nichts mehr. Okay. Oh, nein! Oh. So. Oh, das ist ein Loch! Hui! Oh, ah, oh Mann! Hui! Oh, haha. Oh. Okay. Ah. Oh. Eine Karte. Eine Karte? Ist das alles? Wie, ernsthaft jetzt mal, ist das alles? Ist das alles? Gab es hier noch einen anderen Weg? Ich kann mich gar nicht erinnern. Oh, ist das mühselig. Doch, es gibt hier noch andere Wege, ne?
Da muss ja noch irgendwas Geiles sein. Sekunde, wir benutzen mal. Ach so, das war ja die Sache mit. Doch, wir machen das mal. Ach, jetzt sind wir tatsächlich schon wieder hier. Oder? Wir sind doch falsch, ne? Ja. Okay, aber wir haben schon die Karte, oder? Die Karte haben wir. Haben wir die Karte? Doch, doch, die haben wir. Wir können natürlich hier noch lang. Wow, lass mich in Ruhe. Okay. Ah, oh, scheiße. Jetzt, es hat mich zurückgeschlagen. So. Brauchen wir den Staub? Aber eigentlich geht das ja... Oh! Oh, Kacke! Nein! Geh doch! Jetzt! Hopp, 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 hopp! Boah, wir haben nur noch 3 Leben. Was ist das? Jede Generation ist geboren aus dem Schmerz, um zu sterben in Schmerz. Wir werden nicht leiden, um zu reproduzieren, diesen Zyklus. Wir werden nicht nach draußen gehen. Oh, oh. Ho, ho, ho. Oh, verdammt. Oh, la, la, la. Oh, wo bin ich? Höchste Konzentration, verdammt. Okay, aber ich habe mich nicht ganz doof angestellt. Ich glaube, wenn wir ein bisschen uns mehr anstrengen würden, also ich, wenn ich mich ein wenig mehr anstrengen würde, könnten wir das locker schaffen. Vor allem, wenn wir mit vollem Leben reingehen würden, das wäre schon mal super gut. Ich glaube, dann haben wir eine reelle Chance. So. Gucken wir mal. So. Einmal schon getroffen. So, nochmal getroffen. Ja. Nein! Nimm den Staub mit. Mit Staub kommen wir nicht weit. Oder wir stehen einfach nur verdammt gut. Oh, nein. So gut nicht. Oh, schnell, schnell. Oh, Vorsicht. Oh, Megawelle. Oh. Ist das deine Strafe für unsere Rebellion? Oh, Leben! Komm her! Komm her zu mir! Ja, kommst du? Sehr gut. Jetzt frisst es sich wieder da rein. Oh, so viel Leben werden wir noch kriegen. Okay, dann wird das wohl noch ziemlich komplex, das Spiel. Also, beziehungsweise noch sehr lang auf jeden Fall. Aha, du bist wieder da. Exzellente Arbeit, junger Mann. Du musstest erobern nicht nur dieses Monster, sondern auch deine eigenen Ängste. Oh, Hilfe. Natürlich, du hast immer noch einen weiten Weg zu machen. Hast du das Land schon untersucht? Okay, das haben wir ja richtig gut gemacht, scheinbar. Wir werden... Ja, super Arbeit. Hä? Ach so, das sagt er zu dem anderen. Du musstest nicht nur dein Temperament kontrollieren, sondern auch deinen Selbstrespekt. So eine kitschige Zeile aufzusagen. Blablabla. Aha, noch eine Karte. Okay. So, noch ein Schlüssel, damit kommen wir auch nochmal in neue Gegenden. Okay. Bam. Jetzt haben wir schon, glaube ich, 2 von 3 Schlüsseln, kann das sein? Oh, hier ist schon wieder so eine Statue. Aha, die ist fest verankert. So, da wären wir also wieder. Hm, bedeutet der rote Stein, dass dieser Ort... Ah, dass dieser Ort erledigt ist. Ist ja interessant. Das heißt, das hier zum Beispiel oder das ist noch gar nicht erledigt. War dieses hier vom Anfang hier links erledigt? Ja, das ist zum Beispiel erledigt. Aha. Sehr interessant, wenn man quasi alles geschafft hat. Aha. Sehr spannend. Finde ich gut gemacht. Oh nee, die Musik hier. Nee, die macht mich verrückt. Also ich finde, die Musik ist immer noch nicht viel besser geworden. Die nervt mich immer noch ein bisschen, dass sie so...
ist. Ich möchte gern was hier mit mehr Stimmung haben. Wirklich. Und ja, ich weiß nicht. Also ich finde es so vom Rätseldesign total gelungen. Da kann ich gar nichts gegen sagen. Das gefällt mir gut, so zum Knobeln. Aber... tja, man... also es hat schon irgendwie was Gruseliges, ne? Man fühlt sich so ein bisschen... also ich zumindest ein bisschen unangenehm beim Spielen. Weil das so... also hier ist es nett, aber in dieser Welt, in dieser roten, das war irgendwie... boah, ich fand das richtig gruselig. Das war richtig eklig, fand ich. Aber ich meine, das ist ja auch möglicherweise das, was die Macher wollten. Also, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt. Das ist ja ein bisschen strange hier alles. Genau. Also im Großen und Ganzen finde ich das gut auf jeden Fall. Dann könnte natürlich... Achso, die Grafik ist süß, total. Erinnert mich halt an die alten Zelda-Teile so. Wobei, die ganz alten waren nicht in Farbe, mal davon abgesehen. Ach, verdammt, hier waren wir ja schon gewesen. Ah, geht jetzt die Tür hier auf? Ja, und gleich werden wir ertrinken. Ich hab den Staub nicht mehr dabei. Mal kurz gucken, ob wir bis dahin kommen. Schnell! Ja, das schaffen wir. Aha, mal gucken, was hier noch so ist. Ist ja spannend. Oh, ein Tor, verdammt. Genau, mir fehlt schon, muss ich sagen, im Grunde meines Herzens fehlt mir hier ein bisschen eine Story. Das macht mich ein bisschen fertig, dass ich nicht so genau weiß, wozu ich das alles tue. Das treibt mich nicht so recht voran, so ganz ohne Story. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Aber vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. Aber ich meine, es ist schon eine Stunde rum jetzt, ne? Und es hat sich noch keinerlei Story blicken lassen. Aber ich finde gut, dass es sehr komplex zu sein scheint. Vielleicht muss man ja nicht mal alle Rätsel lösen, um... oh, schade. Wahrscheinlich kriegen wir noch sowas wie Bomben oder so. Können wir uns da den Freg freiräumen. Den Weg freiräumen. Den Reg freiräumen. Genau, das wären so meine Kritikpunkte. Die Musik könnte noch ein bisschen fröhlicher sein. Oder ein bisschen mehr motivieren einfach. Und eine klarere Story irgendwie. Die würde mich auch noch ein bisschen mehr reizen. Das wäre cool. Genau. Ja, so viel von mir. Ihr könnt ja auch nochmal eure Meinung hinterlassen. Habt ihr vielleicht ja schon beim ersten Teil gemacht. Also beim ersten Part hiervon. Ach, hier ist ja wieder der Strand. Den hatten wir ja auch gar nicht zu Ende durchsucht, weil wir den armen Typen einfach nur in das Spiralloch geworfen haben. Wir waren mal so nett. Haben uns einfach mal die Freiheit genommen. Er ist auch weg. Das tut mir wirklich, wirklich ernsthaft leid. Das meine ich auch ernst. Aha, hier sind noch mehr Wege. Steine. Aha. Oho. Interessant. Okay. Na gut. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in Anodyne oder Anodyne, wie auch immer, gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Es macht mir Spaß. Ich werde es wahrscheinlich in kleinen Dosen zwischendurch mal für mich spielen. Aber echt nicht so lang, sonst das ist ein bisschen anstrengend, muss ich schon sagen. Man muss sich auch konzentrieren, ne? Das sind jetzt ja nicht so die krassen Rätsel gewesen, aber ein bisschen muss man schon nachdenken. Das ist ja cool, dass das noch kommt. Was soll das denn sein? Soll das etwa ein kleiner Link sein? Ach, er heißt Rank. Dummer junger Mann. Ein Besen ist doch kein Tool, um Büsche zu schneiden. Ja, das stimmt. Damit kommen wir nicht weit. Da hat er schon irgendwie recht. Kommen wir in dieses Haus hier rein? Ach, schade. Ich finde es schade, dass wir nicht in die Häuser reinkommen. Ah, das ist das hier. Okay, dann können wir ja den Weg hier mal abkürzen. Und hat der noch irgendeine andere Bedeutung, außer... ah, ich zerschneide Büsche und lebe davon. Also, davon lebe ich. Manchmal, wenn du die Büsche zerschlägst, findest du Gold. Geil. Das fand ich auf jeden Fall gut. Okay, nochmal so ein kleiner Scherz mit eingebaut. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen LP oder angezockt wieder. Und ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr seid wieder mit dabei. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Sekunde. Ich muss noch kurz gucken, was hier oben ist. Das machen wir noch ganz kurz, oder? Aha, noch mehr Gegner. Ich gehe einfach mal schnell durch. Aha. Oho. Oh, wir kommen nochmal in eine neue Gegend, denke ich.
Oh ja, hier ist noch ein ganz langer Steg ins Meer. Oh, ich mach mal das hier noch auf. Oh, noch eine Karte. Oh, der Fischer, es tut mir so leid. Armer Fischer. Ich bin kein Hummer, ich bin ein Langostino. Mein Name ist Hughes. Weißt du, was der beste Teil des Ozeans ist? In der Lage zu sein, den Horizont zu sehen. Der Ozean ist wie ein salziger Geschmack von Unendlichkeit. Ein voller Strand hat keine Schönheit mehr. Okay, na gut. So, jetzt müssen wir aber echt mal aufhören. Okay, es hat mir auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns in einem neuen LP wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.